Wenn ihr am 9. Juni an die Urne geht, sieht euch niemand, wo ihr das Kreuz macht. Und wenn ihr uns eine Chance geben wollt, dass wir hier etwas verändern in unserem schönen Aschersleben und in der Ortslage, dann macht eure drei Kreuze, wie dort steht, bitte bei der BAFA. Danke schon einmal dafür. So, abschließend jetzt noch unsere Termine, an denen wir uns hier auch am Hennebrunnen einfinden. Das ist jedes Mal zum Donnerstag. Wir haben es absichtlich zum Donnerstag gewählt, weil die Donnerstage natürlich auch mit dem Markttag relativ gut frequentiert sind. Wir sind nicht nur für Aschersleben dabei, in den Stadtrat einzuziehen, sondern auch für die, die aus dem Umland kommen, die halt im Großraum Aschersleben wohnen und leben. Diese Termine sind einmal jetzt am 16. Mai, also schon noch in dieser Woche, am 29. Mai und am 6. Juni. Also 16., 29. und 6. Juni. Am 23. Mai, das ist noch eine ganz interessante Geschichte, wurden wir eingeladen von der Mitteldeutschen Zeitung. Am 23., das ist auch ein Donnerstag, werden alle Vertreter, also jede Fraktion schickt nur einen Vertreter, sich am Hennebrunnen einfinden, und diese Veranstaltung soll dann von 10 bis 11 Uhr gehen. Dort sollen sich alle den Fragen der Bürger auch stellen können. Das heißt also, ihr könnt dort mit hinkommen und könnt die Grünen, die Roten, die Schwarzen, die Gelben und die ganzen Bunten alle fragen, was sie denn in den vergangenen Jahren gemacht haben und was sie denn jetzt planen, besser zu machen in Zukunft. Also dieser Termin, der wird sicherlich nicht unanstrengend auch für uns werden, weil ich betone das nochmal, wir sind keine Politiker, wir wollen es auch nicht werden, wir wollen eure Stimme ins Rathaus tragen, und deswegen bin ich gespannt, ob man uns dort fair behandelt und nicht versucht, aufs Glatteis zu führen. Ich möchte hier niemandem was unterstellen, und ich hoffe auch, dass das nicht passieren wird, dass ich Unrecht habe, aber unsere Sinne sind natürlich geschärft. Wir werden also, Colette und meine Person werden dort auch zugegen sein.